Hallo, ich bin Mr. Marcel, ich mache hier gerade vor Ragnarok für PS5. Los geht's! Wird schon schief gehen. Freya! Boah, die nicht so frei sind. Wärst du bei Sindri geblieben? Halt! Stopp! Dein Vater. Wo ist er? Nicht hier! Schickt er dich? Nein! Er weiß es nicht! Bleib wieder weg! Er nahm mir den Sohn. Wieso glaubst du, ich tue nicht dasselbe? Die Frau. Weil du besser bist. Wettest du dein Leben darauf? Du denkst, du kennst mich? Du hast mich noch nicht getötet. Während du überlegst, lass mich doch los und ich sag dir, warum ich hier bin. Es hat keinen Sinn, deinen Vater zu verteidigen. Sein Schicksal steht fest. Aber du weißt, wer an allem schuld ist. Ich komme nicht ran an Odin. Und ich brauche es nicht. Ragnarök holt ihn. Ja? Und ich sag dir jetzt, er war in Midgard. Er kam zu uns, bot uns Frieden, wenn wir ihn nicht bekämpfen. Sagt Ragnarök, sei abgewendet. Er lügt. Kann sein. Aber laut Groas Prophezeiung hängt alles von einer Armee Riesen ab. Die Riesen warten auf den Krieg in Jötunheim. Nein, ich war dort. Da ist keine Armee. Nicht mal ein Riese. Nur ich. Du. In Jötunheim erfuhren wir es. Mutter war die letzte Hüterin unseres Volks in Midgard. Und das ist noch nicht alles. Die Riesen haben Prophezeiungen über mich. Sie kennen mich als Loki. Ich glaube, ich soll helfen, Odin aufzuhalten. Irgendwie. Aber da alle Riesen tot sind und du nicht kämpfst, hat er schon gewonnen. Arbeiten wir doch zusammen. Du kannst wieder kämpfen. Davon bin ich weit entfernt. Na schön. Schon gut. Aber wir fanden Tyr. Du könntest mit ihm reden. Tyr ist am Leben? Ja. Wir befreiten ihn aus Svartalfheim. Unmöglich. Die neuen Welten sind geschlossen für alle. Nein. Wir öffneten den Weg. Wir wissen nur nicht, was jetzt. Aber wenn wir uns alle verbünden... Genug. Genug! Wo hört sie jetzt? Verschwinde von hier. Geh und komm nicht zurück. Geh, bevor ich mich besinne. Erwarte nicht dieselbe Gnade für deinen Vater. Voll. Zuckerglöffel. Zu Sindri nach Hause zurückkehren. Okay. So.
Boah, riesige Truhe. Okay. Metallreste aus Tyrs Tempel, verschmolzene Klingen der mit dem Geist der Kriegers. Okay. Ah. Schnell, komm mal. Na schön, ich bin nicht tot. Aber Antworten habe ich keine. Also war das alles vielleicht nur große Zeitverschwendung, was ich bei Sindri niemals zugeben werde. Dass ich gerne klettere. Ah, Ymir sei Dank. Dir geht's gut. Wie ist es gelaufen? Ich dachte schon. Sindri, ich hab doch gesagt, ich kann das. Aber sie wird uns wohl nicht helfen. Schade. Wo ist deine Halskette? Hm? Oh, ich hab nachgedacht und sie abgelegt. Sie hat sie, nicht wahr? Heute war dein Glückstag. Also erzähl, wie war es so mit dem Chaos? Ich... Oh nein! Das war gerade repariert! Ich habe immer noch meine Tricks. Falls du mich brauchst, stehe ich hier hinten. Einen Augenblick. Ja. Mach mal! Repariere ich später. Los, verschwinden wir hier, bevor noch etwas uns umbringen will. Ja, gute Idee. Verzeih mir, aber erzählen wir deinem Vater davon? Schließlich hast du reinen Tisch. Niemals, dann bist du tot. Ach, apropos reiner Tisch. Ich bräuchte zu einer Sache deine Meinung. Einer Sache, die ich lange vor meinem Bruder geheim hielt. Okay. Ich erzähl's dir auf dem Rückweg. Los, komm. Das ist seltsam, ne? Absolut. Ohne wenn du Kau danken sie. Hey, was ist das gewesen? Ja, jetzt muss ich auch noch nehmen. Okay, zurück zum Alfheim-Turm. Wie war das? Lange vor deiner Geburt gab es einen Unfall in der Schmiede. Brock. Starb. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ging zum Seelensee in Alfheim, um ihn zurückzuholen. Legionen von Seelen versuchten, mich aufzuhalten. Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut kriechen. Allerdings,
konnte ich nur 3 seiner 4 Seelenteile zurückholen. Sindri. Brock dachte, er war bloß ohnmächtig. Ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt. Das nagt wirklich an mir. Du musst es ihm sagen. Er hat ein Recht darauf. Wenn die Zeit kommt, das gilt auch für deinen Vater. Das ist nicht dasselbe. Wow, eigentlich schon. Kann nicht schön. Guck mal. Ich hab ein bisschen. Wirklich? Jetzt? Sauber! Eine Jedenfalls hast du was Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich hab Mist gebaut. Nein. Meiner Twin. Eine, die nicht meine. Bist du da oben? Ich bin da. Was schnell. Ah, Alter. Okay, wir müssen einiges an Ressourcen sammeln. Oh, das langt für den Typen da das auch nicht sammeln. Okay. Was heißt das, eine Wahl? Ich konnte nicht allein sein. Die anderen Zwerge mieden uns, als sie ihn sahen. Wir gingen, hielten zueinander. Naja, Vergangenes ist vergangen. Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht vielleicht dein bester Einfall, Tre. Tre? Ist ein Klappe. Darf ich dir keinen Spitznamen geben? Was denn einer? Wie du meinst, Luke. Nein, das war noch schlimmer. Hab's beim Aussprechen gemerkt. In Ordnung. Ich bin der Freizehn, Kratos. Dem Fehlschlag mit Tyr wollte ich nur... Mal langsam, kleiner Jöten. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und hey, vielleicht hilft er uns ja doch noch. Vielleicht. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten rum und du verhältst dich unauffällig. Aber schnell. Los, los, los. Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden. Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst! Atreus, wo warst du denn?
Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Wie ein Bär. Sind alle so ausgeruht wie ich? Bin gleich unten. Stücke. Sind das Würstchen? Klar, warum nicht? War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hm? Abgemacht. Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alben. Alfheim? Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort dein Geheimnis lüften. Ja, warum nicht die Seherin, die alles sah? Ich wusste nicht, ob du... Egal, klingt toll. Alfheim. Hey, vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Okay. Mehr für mich. Ich glaube, du brauchst aus. Okay. Wir sind die Sessen. Okay. Nach Alfheim reisen, der Pfad. Tyr, du willst uns wirklich begleiten? Ja. Wenn ihr bereit seid. Ich bin mit also, Kratos, okay? Bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste. Ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alfheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Okay, ich hab mir da ganz von sich. Also, von wem stammt dieser Plan? Oh, von Mimir. Begleiter, ach, Tresor, Platz ist leer. Wählen Sie Ihre Begleiter im Rüstungsmenü aus, um Access. Er hat's getan. Tyr hat wirklich in meiner Besenkammer geschlafen. Ist das normal für euch große Götterwesen oder nur für die, die ein, zwei Leben lang eingesperrt sind? Bin hinter dir. Wir treffen uns gleich beim Tor, Freunde. Verzeihung, bitte. Darf ich mir dich mal ansehen? Ganz kurz, ach, versprochen. Bist du? Hä? Meine Güte, was für ein strammer Körper. Bestimmt in der Lage, die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Was ist hier los? Das Eichhörnchen, das den Weltenbaum hütet. Dieser köstliche Duft, ist das... Verzeihung, bitte. Ah, ja. Bernsteinharz. Köstlich nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. Nein. Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt. Wenn du Ratatöskür bist,
Warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatösker. Was ihr als Ratatösker kennt, ist eine Spektralerscheinung. Und obendrein eine besonders fiese. Für mich ist er so weit von mir entfernt, dass er eine eigene Person ist. Apropos. Bitterkeit, möchtest du deine Freunde sehen? Verpiss dich, ich will nicht! Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Aber egal. Ich habe jetzt den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen? In der Tat. Ein Samen von Yggdrasil, genauer gesagt. Seit meine Zwergenpächter alles etwas umgestaltet haben, braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen. Dein Baum, was? Ja, mein Baum. Hier, ich zeig's euch. Zwei Diskus von Gelbpack und Fahrtverzweigung. Die erste des Agrasil. In Alfheim wartet ein langes und schwierige Reise. Das Trainingsgelände von bringt geheime Belohnung. In Niflheim gibt es vielleicht noch unterlegige Angelegenheiten. Wähle sie mit Bedacht. Der Samen, den du gefunden hast, öffnet ausgerechnet Niflheim. Diese Welt ist uralt und leicht klebrig. Ins Auge. Svartalfheim steht euch offen, falls ihr noch unerledigte Angelegenheiten bei den Zwergen habt. Okay. Auf dem Baum. Ich meinte dir. Rathas Weltensamen führt zur Trainingsarena von Niflheim. Sind Sie hierher, wenn Sie einen Ort zum Üben und Verbessern suchen? Okay. Guck mal. Wenn wir noch nicht nach Alfheim gehen, sollte Tyr wohl am besten hier auf uns warten. Die Soldaten in Svartalfheim, das waren Einherjar? Ich dachte, Einherjar wären nur Geister, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen früh als stehendes Heer einzuberufen. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Oh, halt. Der Rabenbaum. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren Zahnrädern. Aber die werden wir nicht verbessern. Unheimlich. Hier drüben ist was. Eine Erinnerung an den Krieg. Du könntest dies als Trainingsarena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Also, einer kann sie ihre im Kampf testen und verbessern. Sie fügen. Fliegen dort über die Gesundheit sowie beschlenkt. Seit Knöss in der Runde erhalten sie mit Elfe noch Hochsilber. Grüntraining. Ich kann sie ihre. Bringt das mir auch bis nein. Moment, sind das Odins Raben? Die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Sieht so aus. Okay. Frei sind wir, vom Vater frei. Unser halbes Leben nun, niemand anderer mehr sein. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht, aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Okay. Ich muss schauen, wie ich auch da weiterkomme.
Ich denke, Ben, hier seid ihr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mir leid, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Tschüss zusammen.